So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier bei uns auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge haben wir hier ein neues Gebiet erkundet und haben ein paar Wolves gefunden. Und wir werden jetzt erstmal nochmal hier weiter ein bisschen die Gegend untersuchen, dass wir hier auch gar nichts verpassen. Ja, also wir hatten ja schon die Vermutung, dass es hier so ein kleiner Hinterhalt ist. Was es am Ende auch denn war. Dementsprechend werden wir jetzt mal versuchen, natürlich hier alles uns anzuschauen, aber dennoch vorsichtig zu sein, weil wir gehen mal da ganz stark von aus, das wird nicht die letzte Überraschung gewesen sein, die uns hier so erwartet hat. Vor allen Dingen bei diesem Riesengebiet brauche ich Ewigkeiten, mal voranzukommen, weil ich will natürlich nichts verpassen und will natürlich auch alles mitbekommen. Ich weiß, es ist immer zum Zuschauen, ist es immer ein bisschen blöd, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Beziehungsweise Hier irgendwas? Nur ihr Halloween-Zeug. wollt es eventuell auch. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Geil. Die Finde ich Bomben, die nicht. haben wir jetzt ja endlich wieder gefunden oder allgemein gefunden. Die gab es ja schon in dem ersten Part. Diese Annäherungsbomben, sag ich jetzt mal. Aber ja, wir looten natürlich jetzt erstmal hauptsächlich. Und das Schlimme ist, es geht noch nach da. Es ist da hinten geht's noch weiter. Da vorne geht's noch weiter. Das ist schon nicht wenig, ne? Also muss man mal sagen. So, hier waren wir. Hier sind wir nicht durch. Da geht's nicht rein. Hier waren wir noch nicht, weil wir sind hier nicht reingelaufen. Genau, von da hinten sind wir nämlich gekommen. Perfekt. Jetzt gehen wir nämlich hier einfach weiter. Wir hätten also auch dem Kampf so ein bisschen aus dem Weg gehen können. Wir hätten uns einfach sneaky-meaky ninja-technisch hier vorbeischleichen können an denen. Wahrscheinlich. Oder vielleicht auch nicht. Also, weiß man ja nicht so ganz genau. Aber ja. Ich finde, wir haben es aber in der letzten Folge eigentlich ganz, ganz souverän gelöst. Ja. Oh, hier gab es sogar eine Leiter, um hochzukommen. Können wir mal gucken. Ha? Ob wir hier oben noch irgendwas übersehen haben? Scheint aber. Oh, doch, Munition haben wir immer übersehen. Aber ansonsten. Sieht das erstmal ganz gut aus. Gut, okay, da können wir schon mal nicht weiter. Das ist schon mal schön zu wissen. Das heißt, wir müssen am Ende da hinten. Ja, komm. Hab die mal jetzt nicht so. So, auf dem LKW brauchen wir nicht hin. Hier könnte es noch was geben, aber hier gibt es auch nichts. Okay. Oh Gott, das sieht auch schon wieder so nach dem Hinterhalt aus. Das ist doch auch. Guck mal, da hinten läuft jemand sogar. Laufen sogar zwei. Könnte ich die jetzt eigentlich mit dem Gewehr? Leider habe ich noch nichts zum Zoomen. Ich würde es ja gern mal probieren, wa? Ich glaube, dann ist Kacke. Aber wir wissen. Oh, meine Güte, warte mal ganz kurz. Einen Moment. Ach, Entschuldigung, musste mich mal ganz kurz räuspern. Und einen Schluck trinken. Damit sich meine Stimme mal wieder ein bisschen akklimatisiert, aber es hat anscheinend nicht geholfen. Gut, also wir wissen, da hinten ist auf jeden Fall wer. Das könnte auch bedeuten, dass dann natürlich. Ah, hier haben wir schon. Dass natürlich auch hier hinten noch weiter Leute sind. Weil von hier oben könnte man
die Orkel. So, hier ist eine Tankstelle. Okay, wir gucken jetzt erstmal in der Tankstelle um, bevor wir uns um die Jungs und Mädels da hinten kümmern. Weil hier, vielleicht gibt es ja auch endlich mal eine Werkbank. Und, was wir ja in der letzten Folge auch noch machen wollten, fällt mir gerade ein, ist ja eigentlich, wir wollten ja auch unsere Stats mal verbessern. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen, wenn wir hier kurz alles durch haben. Im Luden. Hier ist eine Werkbank, oder? Jawohl. So, ich würde jetzt nämlich gerne mal wissen, ob ich eventuell... wie war das jetzt? Verbesserung? So, ich würde jetzt hier nämlich gerne mal ein Zielfernrohr hinpacken. Ja, zieh mal durch. Nice. Schönes Zielfernrohr. Wo sind die denn jetzt hergekommen? Rechts von dir. Achtung. Sie anfangen zu heulen. Es ist hart. Alles gut. Okay, also ich lege ein Wort für dich ein. Vielen Dank. Aber darf ich dir einen Rat geben? Klar. Bring sie zum Reden und dann lass es gut sein. Geh nicht die Kontrolle. Das kommt auf den Skar hin. Gleich hier! Wow. Das war jetzt nicht so clever. Okay, von hier hinten kommt keiner. Oh, Scheiße! Sie sind fest! Und gleich hier drin! Kleiner Mistmarder, komm mal her. Mach her! Hab ihn! Los, um sie herum! Ja! Da kommt noch einer. Verdammte Scheiße! Da hat er auch gesessen. Alter! Ah, oh, ich hab zu wenig Moon. Und ich hab keine Dings mehr. Da bist du ja! Das war nicht so gut. Ah, okay. Nein. Wow!
Komm schon. Boah. Du dreckige Nutte. Piss dich, Alte. Nein, wie kann ich denn nachladen, Alter? Hab dich! Alter. Mein Aim. Siehst du noch mehr? Nein. Wie kann ich hier nachladen? Verdammt, du. Du warst gut drauf. Wie viele haben die dir hinterhergeschickt? So viele. Okay. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich nachladen kann. Also es war gerade ein bisschen stressig. Nur so leicht. Aber das hat ausgereicht. Gut. Ich gehe jetzt mal von aus, dass denn da hinten zwei nicht mehr sind. Ja. Wie kann ich denn jetzt nachladen? Ah. Okay. Ja, ich habe lange nicht mehr gespielt, deswegen, ja, ist manchmal kacke. Manchmal weiß ich halt dann nicht mehr, wie die ganzen Tasten belegen. So grob. Okay, also wir haben jetzt hier die Jungs und Mädels platt gemacht. Obwohl wir eigentlich nur unsere Waffe verbessern wollten. Mehr wollten wir eigentlich gar nicht machen. Und wir wollten auch unsere Fähigkeiten verbessern. So, deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder hier zurück. Hier, lecker, 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 lecker. Und verbessern erstmal unsere Wäffchen weiter. Weil wir waren ja mittendrin im Zielfernrohr. So, das Zielfernrohr haben wir jetzt. Kapazität. Magazinkapazität könnten wir machen oder ersetze den Lauf, um stärkere Schüsse abzufeuern. Kostet natürlich 100. Das kostet 50 und das kostet auch 50. Waffenabweichung zu verringern ist natürlich auch nicht verkehrt. Okay, machen wir erstmal Waffenabweichung. Ich finde die Animation auch ganz geil, wie sie dann eben da wirklich angeblich was auseinander nimmt und das dann besser wird. Ihr geht jetzt voll. Volle Möhre gehen wir jetzt auf die Flinte. Genau. Ich glaube oder ich hoffe, dass wir mit der Flinte am meisten oder am meisten Munition bekommen. So, und jetzt gehen wir mal auf unsere Verbesserungen. Achso, das haben wir schon alles. Ah. So, fertige Verbesserung im Nahkampf. Ja, mal schön, komm, Rinder. Schnellere Fertigung. Ja, komm, Rinder hier. Rauchbomben anfertigen. Ja, klar, mal Rinder hier. Verbesserte Medikits anfertigen. Effektivität. 50% mehr Heilung. Das wäre natürlich auch noch geil. Gut. Das war's dann, was wir verbessern konnten. Wir haben jetzt natürlich das andere Rezept hier freigeschaltet, und zwar... Data.
Was ist das denn? Nahkampf? Ah, nee, hier. Doch. Was? Nahkampfverbesserung? Fehlt uns ein bisschen was, aber okay. Das werden wir hoffentlich zeitnah alles finden. So. Dann lass uns doch nochmal hier gucken. Hier gibt es was. Gibt es hier noch was? Nope. Ich weiß, das nicht, ne? Nope. Schade, schade. Aber gut. So, das heißt, wir haben jetzt hier wieder, wir haben jetzt hier wieder ein paar Leutchen auseinandergenommen. So wie sie es gehört. Zumindest in dieser Zeit. Und was stand da gerade? Voll. Und sind die immer noch auf dem Weg zum Fernsehturm? Leuchtturm? Nee, Leuchtturm nicht. Falsches Spiel. Sondern wir wollen ja dann die eine da treffen. Treffen hier die Chevy? Nee, Chevy war es nicht. Wie hieß sie denn? Bei unserer Notiz. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall sind wir ja auf dem Weg dahin, um sie zu befragen. Wobei wir natürlich auch die 5000 WLFs hier befragen könnten, wenn wir sie nicht andauernd töten müssten. Wenn sie uns nicht immer andauernd angreifen würden. Ja, also. Im Prinzip sind wir in der Verteidigung aktuell. Ob das auch wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wegen Verteidigen und so, wegen Rachefeldzug und so und Pipapo. Aber im Großen und Ganzen geht es in die Richtung. So, hier hinten hatten wir eigentlich ja noch wen gesehen, der wahrscheinlich nicht mehr hier ist. Richtig? Richtig. Das heißt, hier sind wir dann eigentlich auch erstmal soweit safe, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Dementsprechend können wir jetzt hier natürlich nochmal ein bisschen gucken und lila looten. Wie zum Beispiel hier in dieser wunderbaren... Bücherei, warum hast du nur jetzt nachgeladen? Hat da jemand um Hilfe? Okay, drei Viecher sind da. Wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Oh, hier sind... Lesen wir erstmal. Last Round. Last Round, das Survival Magazin. Alles zu Camouflage. Schützen, täuschen, verbergen und verbergen mit dem Besten. Unsere 15 Tipps von bekannten Experten zeigen, wie es geht. Ebenfalls enthalten 12 Klebebandmarken im Vergleich Regenwasserauffangmethoden. Kann ich das auch nochmal drehen? Achso. Wow. Wow. Tano. Wie machen wir das jetzt? Wir fertigen hier erstmal kurz ein Medikit an. Wieso kann ich die Dinge eigentlich nicht werfen?
Könnte ich den zumindest hier hingehend anlocken? Ja sagen, wenn es mir leid tun würde, aber es tut mir nicht leid. Ja, muss ich mir auch mal ganz klar sagen, das tut mir jetzt nicht so leid. Diese WLFs haben sich vor über 10 Jahren gegen das Militär gestellt. Warum sind die immer noch so heiß? So viele Eindringlinge können hier kaum durchkommen. Ich weiß nicht. Die Stadt sieht aus, als wäre sie voller Vorräte. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so darum streiten. Weil es so ums Überleben geht. Wäre so meine Vermutung. Okay. Fran, es geht los. Am frühen Sonntagmorgen. Halt deine Leute von der Straße fern. Aber pass auf, was du sagst. Wenn Isaac rausfindet, dass ich geredet habe, bin ich dran. Es sollte schnell gehen. In deiner Nachbarschaft sind nicht mehr viele Fedra-Leute. Während unserer Säuberungsaktion werden alle in die Basis gebracht. Es sollte keiner ausflippen, deswegen. Das ist nur übergangsweise. Damit wir in die Schlacht gut gegen Böse den Überblick behalten. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir in einem Bett zu schlafen. Endlich keine heimlichen Zettel mehr in diesem blöden Studio. Rebecca. Okay. Die Rebecca. So, damit sollten wir jetzt eigentlich auch hier das Ding hier soweit durch haben. Die Bücherei? Meine Güte. Das war jetzt aber auch wieder ein Wort suchen, finden des Grounds. So, dann lass uns nochmal ganz kurz hier für die heutige Folge zum Ende hin nochmal alles hier schön looten, damit wir das nächste Folge nämlich nicht mehr machen müssen. Ne? Damit wir eventuell in der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr Action haben. Hopefully. Oder wir eben halt noch mehr WLFs finden. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber wir wollen ja immer noch Richtung Türmchen. Um die eine Dame da anzufinden. Mal gucken, ob das so weit hinhaut. Aber jetzt haben wir erstmal nochmal ein kleines schönes Ding hier. Dr. Stem. Echter Name Upal Roy, Intelligenz 100 plus Kraft 40, Zugehörigkeit, Society of Champions. Upal Roys Eltern starben an Krebs, als sie noch klein war. Sie widmete daraufhin ihr Leben der Wissenschaft, da niemand mehr den Schmerz und den Verlust erleben sollte, unter dem sie als Kind gelitten hat. Heute ist sie als Dr. Stem bekannt und arbeitet mit Ärzten und Wissenschaftlern aus aller Welt an lebensrettenden und verlängernden Technologien. Außerdem unterstützt sie die Society of Champions dabei, Sparks eher schändliche Pläne mit ihrer eigenen Technologie zu stoppen. Ihre Hartnäckigkeit und ihre Weigerung, Niederlage zu akzeptieren, sind sowohl ihre größte Stärke als auch ihre größte Quelle der Qual. Okay. Nicer Helden. So, hier geht's der Rider. Hier hatten wir netterweise die Bombe gelegt. Das hat ihn auch ganz schön auseinandergezwiebelt. Muss man mal sagen. Und das soll es denn für heute erstmal gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert unseren Channel. Ansonsten wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge bei The Last of Us Part 2. Bis dahin sage ich erstmal, Rygo!